Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die aktuellen Meldungen zu Kaufhof. Kaufhof möchte ja mit Verdi einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, so heißen die Dinger immer so schön, abschließen. Aber was will Kaufhof wirklich? Vor allen Dingen will Kaufhof Gehalt kürzen, Rückkehr zur 40-Stunden-Woche und diverse andere Sachen und darüber und was das für die Mitarbeiter bedeutet und welche Probleme damit verbunden sind, geht's im heutigen Video. Ich habe diverse Pressemeldungen hier, unter anderem der Süddeutschen Zeitung. Kaufhof möchte die Gehälter um 3 bis 5% kürzen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld für 3 Jahre streichen und zur 40-Stunden-Woche zurückkehren, hatte deswegen Kontakt mit Verdi aufgenommen und es gab jetzt wohl auch schon Betriebsratstreffen und so weiter. Also es gab aber schon diverse Anlauf. Geschichten. Ich will aber jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz erstmal darlegen, was eigentlich hier geplant ist und welche Probleme es damit geben könnte. Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung, das kennen wir seit vielen Jahren von Unternehmen, wo es ein bisschen schwierig ist. Und die hören sich ja erstmal total gut an. Also das Baby kommt hier erstmal in einem schön verpackten Umschlag. Beschäftigungssicherung, da hat ja wohl keiner was dagegen. Beschäftigungssicherung meint hier erstmal aus der Perspektive des Unternehmens, wenn wir diesen Tarifvertrag nicht machen, dann müssen wir entlassen. Und auf diese Weise werden dann natürlich auch die Gewerkschaften, die Arbeitnehmervertreter, entsprechend unter Druck gesetzt. Das will natürlich keiner gerne haben, dass in seinem Unternehmen Kündigungen anstehen. Dann will man dafür im Rahmen dieses Tarifvertrags als Gegenleistung, verlangt der Arbeitgeber dann eben ein Entgegenkommen. Und da geht es in der Regel um Kosten reduzieren und wenn man mit den Arbeitnehmervertretern redet, natürlich um das Reduzieren von Personalkosten. Und dann kommt man eben ganz schnell dazu, wie können die reduziert werden? Naja, Sondervergütung streichen, Arbeitszeit erhöhen und eben hier jetzt sogar Gehaltskürzung. Warum sind eigentlich solche Kürzungen so fatal? Warum hat man auf Arbeitnehmerseite da zu Recht ein mulmiges Gefühl? Zunächst einmal gibt es ja nichts dagegen einzuwenden, dass man bestimmte Gegenleistungen erbringt, um seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Wir haben aber in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass trotz solcher Beschäftigungssicherungstarifverträge Beendigungssituationen erfolgten. Ich meine, Aufhebungsverträge kann der Arbeitgeber ja immer noch machen, unter Druck setzen die Mitarbeiter kann er damit immer noch. Ja. Er kann Angebote natürlich immer noch machen zur Beendigung, aber es gibt dann eben oft auch Situationen, wo dann eben ein neuer Tarifvertrag wieder abgeschlossen wird, der den alten ablöst, weil der Arbeitgeber sagt, ja, das hat halt alles nicht geholfen und uns geht es trotzdem immer noch so schlecht. Und das ist dann schon für die Mitarbeiter fatal. Insbesondere, wenn das dann alles nichts hilft und es nachher doch Kündigungen gibt, entweder weil der Tarifvertrag ausgelaufen ist oder weil man darüber streitet, was ja eigentlich diese Beschäftigungssicherung im Tarifvertrag bedeutet oder weil die Kündigung nicht betriebsbedingt erfolgt, sondern aus, ich sag mal, irgendwelchen anderen Gründen, personenbedingt oder verhaltensbedingt. Immer dann wirkt sich so ein Tarifvertrag fatal aus. Warum? Wenn die Mitarbeiter auf Gehalt verzichten, dann können sie natürlich noch gut ausrechnen, was das konkret bedeutet. Ich habe halt die und die Beträge weniger im Portemonnaie. Wenn dann aber trotzdem eine Beendigung erfolgt, dann ist man ja oft vor der Bundesagentur für Arbeit und möchte Arbeitslosengeld. Hier spielt wiederum die Vergütung im Bezugszeitraum, also die in den letzten 12 Monaten, eine Rolle. Wenn diese Vergütung niedriger war, ist auch
das Arbeitslosengeld automatisch niedriger. Außerdem sagen viele Arbeitnehmer natürlich im Nachgang, na, wenn das sowieso alles nichts gebracht hat, wenn ich jetzt eh arbeitslos bin, warum habe ich dann vorher auf mein Gehalt verzichtet? Völlig richtig. Deswegen sage ich ja Arbeitnehmern, die jetzt nicht im tarifvertraglich irgendwie gebunden sind, in der Regel kein Gehaltsverzicht. Niemals aufs Gehalt verzichten, weil das in der Regel, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, in Krisenzeiten kann man sagen, in der Regel, im Moment sind ja generell nicht Krisenzeiten, also insofern kann es auch manchmal vielleicht helfen, aber meistens, nach meiner Beobachtung jedenfalls, meistens bringt es dann eben doch nichts. Ja? Es ist in der Regel so, wenn Unternehmen Probleme haben, dann liegt das meistens, lassen die sich nicht so grundsätzlich beheben, dadurch, dass man mal vorübergehend ein bisschen die Personalkosten reduziert. Das sind zwar riesige Summen bei so einem großen Konzern, nur die stehen ja immer im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten. Und wenn sie dann sagen 3-5%, das ist normalerweise jetzt nicht das, sind das nicht Beträge, die über Wohl und Wehe eines Unternehmens entscheiden. Nein, die verlängern oft die Fristen, wie lange das Unternehmen das eben noch schafft. Ja? Und das geht dann halt manchmal ein bisschen länger, das Elend. Ja? Aber dass das Elend dadurch wirklich beseitigt wird, das ist, ich bin nun kein Betriebswirtschaftler, aber einfach so empirisch jetzt mal gesagt, aus meiner Sicht eher selten. Das will jetzt nichts, wir sind ja beim Fall Kaufhof, damit kann ich nichts zum Fall Kaufhof sagen, aber auch im Fall Kaufhof, wenn man sich mal die Pressemeldung der Vergangenheit anguckt oder wenn man sich auch mal die Situation vergleichbarer Konzerne anguckt, dann ist das oft wohl eher ein strukturelles Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe das sehr, sehr skeptisch, diese Verhandlungen. Die Mitarbeiter müssen prüfen, ob sie und was sie dagegen machen können im Einzelfall. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, keine individualvertraglichen Sachen zu unterschreiben, also keine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, die jetzt in irgendeiner Weise mein Gehalt reduzieren. Wenn der Tarifvertrag hier abgeschlossen wird, dann muss man im Einzelnen gucken, inwieweit man dagegen dann etwas noch machen kann oder was der einzelne Tarifvertrag für den Arbeitnehmer bedeutet. Ich werde in einem weiteren Video zum Thema Kaufhof Mitarbeitern nochmal Verhaltenstipps geben, wie man generell in solchen Situationen, was man da macht, wie man damit umgeht, wenn es dem Unternehmen offensichtlich nicht so gut geht, wie jetzt gerade wohl im Falle Kaufhof. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und abonnieren Sie gern den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.